Liebe Rheinisch-Freunde, wir stehen im Advent. Vor wenigen Tagen haben wir in besonderer Weise an Franz Rheinisch gedacht, der vor genau 90 Jahren, es war der 8. Dezember 1933, seine ewige Profess abgelegt hat. Das heißt, er hat seinen festen Entschluss umgesetzt, bei den Palutinern in der palutinischen Gemeinschaft zu bleiben. In diesen Tagen werden die Tage immer kürzer, die Nacht dringt immer weiter vor. Und die Erfahrung, dass die Tage auch wieder länger werden können, hat schon in der Antike viele Menschen begeistert. In Rom wurde sogar tagelang um den 25. Dezember herum ein großes Fest gefeiert. Es war das Fest des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes. Denn die Sonne, die immer mehr an Kraft zu verlieren schien, findet doch die Wende und die Tage werden nach dem 25. Dezember wieder länger. Als die Christen sich Gedanken machten, wann Jesus wohl geboren sein könnte, man hatte in der Bibel keinen Anhaltspunkt dafür. In der Bibel war das Osterfest das strahlende, glänzende Fest, dass der Tod durchstrahlt war, der Tod bezwungen, dass das Leben schließlich den Sieg davonträgt. Und dieses Fest hat auch auf die Geburt Jesu zurückgestrahlt. Man hat bewusst das römische Sol Invictus-Fest, das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes, des Lichtgottes, genommen und Jesus als das Licht der Welt gefeiert. Und dieses Licht durchstrahlt auch die Nächte der Einsamkeit, selbst wenn wir in der Gefangenschaft sind, so wie es bei Franz Rheinisch war. Er war monatelang völlig allein eingeschlossen im Gefängnis und musste alles, wirklich alles durchleiden, wozu der Mensch ausgesetzt ist. Er hat Todesängste erlitten, aber auch wiederum wunderbare Tage der inneren Heiterkeit, der Freude. Er wollte ganz bewusst in diesen nächtlichen Zeiten, den nächtlichen Zeiten Deutschlands und Österreichs, wollte er bewusst ein Zeugnis ablegen gegen den, der so viel Unheil, Krieg und Verwüstung über die Länder gebracht hat, nämlich Hitler. Da wollte er ein Zeichen setzen gegen diesen dunklen Belial, wie er ihn nannte, gegen den Satan. Und wollte in besonderer Weise durch das Bekenntnis zu Christus deutlich machen, ganz gleich, was mir geschehen sein mag, wenn auch der Tod mir droht, ich halte an ihm fest, er ist für mich das Licht der Welt, das Licht des Lebens. Und er wird mich hineinführen in das wunderbare Glück, ja geradezu eines hochzeitlichen Festes. Diese Hoffnung wünsche ich euch allen, dass sie auch der Friede euch begleite durch das neue Jahr 2024.